was hier abgeht. Wahrscheinlich zeigen sie das Wii U Gamepad. Gut. Interessiert mich jetzt aber wenig. Haben wir's? Das sind doch 8. Hallo? Hallo? Danke. Darauf habe ich gewartet. Oh Gott, komm hier noch ins Schwitzen. Das um 5 Uhr morgens. Meine Güte. Die halbe Stunde haben wir auch schon rum fast. Gut, gehen wir ab. Schon jetzt denken sie sich bessere Taktiken aus, merke ich. Also viel besser als am Anfang spielen sie. Hier sehen wir nichts. Doch, da ist was. Okay, geh ich runter. Und dann da hoch, bitte. Jui! Ja, du musst doch färben erst und dann. Ui! Okay, da geht einer mit dem Farbroller ab. Ja, man will so ein bisschen kämpfen gegeneinander, obwohl man hier eigentlich nur färben soll in dem Modus. Ja, ja, ja. Nein, er hat mich erwischt. Schade. Ich wollte ihn überraschen. Ja, gucken wir mal. Du bist hier in Gefahr, merke ich. Dann komm, helfe ich dir ein bisschen. Bam. Das ist natürlich cool, wenn einer so aus der Luft kommt. Zum Gegner und du wirst gerade geplättet. Seh, da hinten kommt einer. Danke. Komm, 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 komm. Und weiter. Mach schon voll kriegen. Habe ich ihn noch? Ja, ich habe ihn noch erledigt. Cool. Beziehungsweise vielleicht mein Partner. Gehen wir mal wieder zu ihm. Der ist schön an der Front. Das gefällt mir. Ich färbe allerdings ein bisschen hinten mal. Das bringt uns vielleicht mehr Vorteil, als nur da vorne zu kämpfen gegen die. Komm, komm, komm. Ich muss auch ein bisschen ferner kämpfen, merke ich. Ich will immer ganz nah schießen. Hey, Kugelschild. Cool! Ach so. Nicht nur, dass der da war, sondern dass auch hier noch einer mich abgeschossen hat. Da ist er wieder. Aber nur erwischt. Okay, da wagt sich einer sehr an die Front. Ärgern wir die ein bisschen. Ich hoffe, die anderen zwei machen dort das Grüne weg. Weil die sind gerade dort. Fast, 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 komm, komm, komm. Yes. Ja, wunderschön, alles färben. Aber das Problem ist, die haben sich da wieder breit gemacht. Noch der Sieg zum Glück. Komm, Tinte, Tinte, Tinte. Und weiter schießen, komm. Irgendwas. Ah! Färb doch! Weg mit dem! Naja, die Mitte haben sie erobert. Wie nur die Seiten irgendwie. Oh, sieht aber diesmal nicht so schlimm aus. Diese Synchronheit von denen. Zweitbester wieder. Cool, und jetzt probieren wir es mal mit dem Klecksroller. Ich denke, das ist tatsächlich besser für so Gebiete erobern. Besser. Es ist viel besser. Die anderen Waffen sollte man wirklich bei anderen Art von Kämpfen nutzen. Gibt es ja auch 100 Modi. Hab da keinen Überblick. Vor allem freut es mich aber auch, dass es eine Oberwelt hat. Also das ist, finde ich, sehr gut. Ich mag sowas. So eine kleine Oberwelt, wo man shoppen kann und alles. Ist immer ganz nice. Das mit der Mode ist auch okay. Und meine Stimme lässt langsam nach. Um 5 Uhr morgens habe ich sie halt noch nie verwendet. Tut mir leid. Okay, ab geht's. Genau, und natürlich auch praktisch hier, wenn man sich irgendwo hinbeamen kann. So,
Gut. Ja, die Kleckser sind tatsächlich viel besser, allerdings kann man weniger gegen sie kämpfen. Das bedeutet, ich habe gesehen, drei von uns haben diesen Kleckser jetzt. Das bedeutet, wenn da einer kommt und uns fertig machen will. Idiot. Dann sind wir auch platt. Er macht den mal platt jetzt. Ich weiß nicht, was ich da habe. Aber es kann gut sein, dass irgendwas Cooles ist. Was habe ich geworfen? Irgendwas Unnötiges. Ja komm, teilen wir uns mal irgendwo auf, genau. Achso. Ja, mach jetzt mal Tinte hier. Ah, ich denke, die können sich dahin beamen, kann es sein? Leider nicht da hoch, keine Ahnung, wie ich da mal hinkomme. Die Stage finde ich sehr verwirrend. Und es sollen ja noch verwirrender werden später nach Release, wenn die DLCs nachgereichert werden. Hier ist noch ein bisschen unfreie Fläche, muss ich auch daran denken, nicht nur gegnerische Fläche, sondern auch ja, freie Fläche zu färben. Aber das bringt ja auch Punkte natürlich. Ist ja klar. Gut, wir sollten allerdings wieder zurückgehen, weil hier färben wir alles, während die hier alles breit machen. Ja, totale... Ja, breit. Alter! Ja, komm, schneller. Bleib hier. Weil die drei sind vorne. Ich kämpfe mal hier ganz alleine auf mich selbst. Gestellt. Ja, hier ist alles von denen gefärbt. Die haben sich total in unser Gebiet wieder umgewagt. Während wir bei denen waren. Komm, Tinte. Ah, Bombe. Ich verstehe es noch nicht ganz, wie gesagt. Wieder zurückziehen sollte ich mich. Alter! Ja, mit Insta-Bombe. Schnell hinfliegen. Noch ein bisschen was drehen. Genau, ist auch schön, hier sich aufzuladen. Gut, wenn man natürlich bessere Effekte hat. Kann man auch damit besser abgehen. Gut, wir behindern auch uns auch nicht. Sehr gut. Ist leider nur Sackgasse. Komm, schieß noch irgendwas. Keine Tinte. Und diesmal haben wir endlich mal wieder gewonnen. Yippie. Die haben sich rechts konzentriert. Wir mittig und bei denen. Aber knapp. Man muss sagen, wir haben 91,5%. Die haben aber nur 31%. Also es gibt noch einige ungefärbte Fläche. Und tatsächlich war ich ausnahmsweise im Guten. Doch für Revierkämpfe eignet sich diese Waffe sehr, sehr gut. Und macht so schnell Punkte. Wie gesagt, ich habe ja diesen Effekt, ich raff das nicht, das ist irgendeine Bombe. Kein Plan, was die macht. Später kann man sich ja auch in der Vollversion Effekte dazu holen. Entweder zu den Klamotten oder separat. Das bedeutet, wenn man, was weiß ich, mit dem Roller gut umgehen kann bei Revierkämpfen und was weiß ich, nicht das da möchte, sondern was hat mir gut gefallen? Ah, diese Haftbomben, die explodieren, wenn ein Gegner in die Nähe kommt, die waren gut. Zum Beispiel, dann kann man das versuchen zu verbinden. Ich denke, ein bisschen vom Glück abhängig. Das heißt, man muss ab und zu probieren. Aber macht ja nichts. Kofferfischlager schon wieder. Kommt man da jetzt irgendwie hoch? Lila Zucker sind wir diesmal. Cool. Ab geht's. So, gut, dass wir einen Shooter mindestens haben. Ohne wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Zielen brauche ich jetzt nicht großartig mit der Bewegungssteuerung. Weil der Roller macht ja alles platt. So, Rückweg auch sicher natürlich. So, schneller. Da kann ich leider nicht so hoch machen. Weil wenn ich hoch wäsche irgendwo. Ah, der ist tot, okay. Dann muss ich natürlich auch Ding. Ah, hier kann ich nichts färben. Da muss ich natürlich auf einen Shooter warten, der für mich das erledigt. Aha. Beide erledigt.
Komm, schnell hier alles färben von denen. Vorausgesetzt. Schade, das waren zu viele. Die beamen sich allerdings nicht, habe ich bemerkt. Die machen wirklich nur darum. Komm, beamen sich mal zu dem. Wahrscheinlich kennen die diese Funktion noch nicht oder so. Toll. Okay, jetzt ist mir weggewinnt, wenn so ein Ding gegen sich selbst antritt. So, ab geht's in die Mitte. Ja, ja, macht auch schön actionreich. Viel besser bei Shootern. Weil realistisch, da muss man erst hinlaufen. Ah, da macht einer rum, ich sehe es schon. Na, zu viele sind hier. Also ihr Gebiet bewachen sie gut. Komm, helf mal da. Ich liebe es. Und ich möchte eigentlich aber gar nicht so offen kämpfen. Sondern gerade jetzt möchte ich nach rechts eher. Ich lande immer hier. Jungs, stellt euch mal gescheit hin. Gut, beam ich mich diesmal nicht. Oh, oh, wir sind alle platt. Grad. Ah, die Gegner sehe ich ja natürlich nicht. Alter. Komm, zeigt mal, was ihr könnt. Wieder dahin, bitte. Du verfolgst den, ich sehe es. Dann mache ich hier ein bisschen frei. Für uns, genau. Ja, du musst nicht so pingelig sein. Hier noch ein bisschen was, hier noch ein bisschen was, hier. Alles unser! Okay, ich habe keine Tinte, ich Depp. Oh, interessant, wer sich jetzt, für was sich jetzt entscheidet. Die blöde Katze. Hat ihren Namen zufällig? Also Miauzi, Katzi, keine Ahnung. Ah! Oh, so nah war es aber gar nicht. Die ganz lässig. Ja, wieder der zweite Platz. Finde ich cool, wenn ich immer ganz vorne dabei bin. Ja, ja, nochmal, klar. Wie gesagt, die Waffe macht mir sehr viel Spaß in dem Modus. Ist auch den einzigen, den wir testen können. 4 gegen 4 Kämpfe ist auch das einzige, was wir machen können. Später kann man ja auch mit bei Freunden beitreten und alles. Das einzige, was kritisiert wird, ist ja, dass man keinen Sprachchat hat. Also so im Sinne von, hey du, lauf mal nach links und so. Kritisiere ja auch diesen kleinen Chat. Ich verstehe natürlich Nintendos Gründe. Sie wollen das kinderfreundlich alles machen, etc., etc., etc. Und da kann natürlich so Affen kommen und irgendeinen Müll labern. Ist natürlich klar alles. Und ich meine, bei, was weiß ich, Call of Duty, Battlefield, etc., bla bla, kann man natürlich es locker machen, weil das Spiel ist ja eh ab 18. Das bedeutet, da hat man schon mal keine Probleme damit. Natürlich muss man immer noch ein paar Leute bannen und sperren, etc. Aber die haben auch die Ressourcen dafür. Aber ja, muss ich sagen, bisher, wie gesagt, wäre natürlich besser, wenn man sich absprechen könnte. Aber man kann ja, wie gesagt, auch mit Freunden spielen. Da kann man, was weiß ich, provisorisch mit dem Telefon, Handy, WhatsApp, kann man jetzt auch telefonieren. Irgendwie so provisorisch einen Sprachchat machen. Skype etc. geht ja auch alles. Das bedeutet Wege und Mittel. Die was? Ach so. Genau. Bitte macht er was da hinten? Ah, da hat diesen Shooter, okay. Ja, toll. Warum sind wir nur so weit? Das ist doch affisch. Wir haben auch schon ordentlich rum da. Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Alter, zu wenig Tinte. Wie viel Tinte braucht denn das? Achso, du bist da. Okay. Du machst einfach mal nichts. Sehr gut. Alter, das braucht so viel Tinte.
hier noch ein bisschen was. Genau. So schießen wir gar nicht gut. Den habe ich platt bekommen. Ich ziehe mich wieder zurück in mein Gebiet. Ja, hier hast du nichts verloren, tut mir leid. Wo bist du? Nicht mehr da? Sehr gut. Ah. Ja, wir sind auch zu dritt mittlerweile. Habe ich richtig gesehen? Ja. Ja. Haha. Ja, so nah an die Basis zu kommen ist natürlich, kurz gesagt, einfach dämlich. Weil was soll man hier? Alter. So. Sind zurückgezogen. Sie kämpfen. Ja, ich benutze Shooter-Begriffe. Sowas kann ich auch. 44. Haben wir eigentlich sehr viele Punkte? Ich weiß es gar nicht. Also ich persönlich habe sehr viele Punkte. Ah. Und doch mal ab jetzt. Na, schade, ich wollte ihn auch noch platt kriegen. Naja, gut, wir waren auch im Nachteil. Macht aber nichts. Mach's nicht so spannend. Ajo, klar. Das ist zerstörend. Am Ende waren wir sogar vier. Also können auch während des Spiels andere beitreten, allerdings Ethan und Nikki, wie ihr seht, nicht gerade viel beigemischt. So, wir haben noch eine Viertelstunde. Klecks-Konzentrator mag ich absolut nicht. Ich kämpfe mal mit dem Kleckser. Also Klecks-Konzentrator, weiß ich nicht. Entweder ist es einfach dämlich oder man muss damit umgehen können. Wahrscheinlich das Zweite. Allerdings kann ich damit nicht umgehen. Squid Jump, jetzt sehe ich auch den Namen, so heißt das Spiel. In der Mitte sieht sogar ein bisschen retro aus. Als ob es so ein altes Arcade-Spiel ist. Ist ja auch so Arcade-Automaten im Spiel vorhanden, deswegen wahrscheinlich. Und ich werde langsam total müde. Um diese Uhrzeit zu zocken, ist nichts für mich. Aber gut, es macht auf jeden Fall Spaß. 13 Uhr und 21 Uhr, wenn ich kann, werde ich gern auch noch beitreten. Mich interessiert aber gern, wie viele da mitmachen. Dann nur einen Roller haben wir, schade. Ist immer gut, wenn zwei Roller, zwei Kleckser dabei sind. Oder von mir aus ein Kleckser und das andere Dingsbums, was ich nicht mag. Ah, da bin ich jetzt dumm reingerast. Komm, komm, komm. Schnell ihm helfen. In der Mitte geht nämlich die Party ab. Alter, jetzt wird's langweilig. Ich sag ja, das sind hier so die Overpros hier. So, helfen wir mal hier ein bisschen. Alter, das wird langweilig. Ich zieh mich zurück. Wie gesagt, hier reinzukommen ist dämlich. Wir verlieren mehr. Obwohl, die halten uns auf, tatsächlich, ja. Wenn sie in Massen kommen, natürlich gut, aber so. Die Steuerung, kann ich auch mittlerweile sagen, ist sehr angenehm. Also man kommt auch sehr schnell ins Spielgefühl rein. Vielleicht kann man auch ohne Bewegungssteuerung spielen, natürlich. Ist auch natürlich etwas Angenehmes. So, auch weg. Achso. Ich
vergesse immer das Nachladen in Anführungszeichen. Achso, Schutzschild, Mist. Nein! Schieß doch! Die Bomben sind ja winzig. Sind ja absolut nichts. Junior Kleckser auch noch. Nein. Wir gehen nach vorne. Nein! Nein, es waren zu viele. Ich kann doch keine drei plätten. Was geht ab? Irgendjemand hat so eine coole Waffe gehabt. Ich mag diesen Tornado. Hier runter. Und dann hier den da platt machen. Das gegenseitig plätten macht, wie es aussieht, mehr Spaß den Leuten. Als irgendwas zu färben. So, hier bitte. Kann ich nicht da? Achso, da ist dieses... Bläh. Alter, die haben so coole Waffen. Warum kriegt ihr den Platz? Nein! Ich kann doch irgendwas reißen. Mach doch! Ja, wenn du halbes Jahrhundert brauchst. Naja, die haben mehr. Aber knapp. Und wir haben sogar fast alles diesmal gefärbt. Kaum Freiraum für irgendwas anderes. Oh, sogar Teresa diesmal. Okay. Gut, dann machen wir zum Spaß noch einmal, damit ich es euch auch zeigen kann. Ja, komm, bring ich den Klecks-Konzentrator nochmal hinter mich. Und dann nochmal den Junior Kleckser. Und dann sollte, denke ich, auch schon die Demo ihr Ende finden und damit auch der heutige Part. Ich werde langsam müde, ich muss den Part noch schnell bearbeiten, rendern lassen und... Ja, ich bin da. Ich bin Tintenfisch. Schöner Traum. Boah, ich kriege aber wirklich einen Müdigkeitsanfall. Achso, da. Ja, ich muss eine erhöhte Position suchen, sonst macht das damit keinen Sinn. Ja, ich folge einfach mal dem. Der macht mir hier schön frei alles. Du ziehst dich zurück. Achso. Sehr gut. Und zu dem da. Kann ich das nicht färben? Ja. Nein. Auch noch zwei erwischt. Doppelkill. Gehen wir mal da ein bisschen mitmischen. Nein, ich mag diese Waffe nicht. Aber der hat eine coole Bonuswaffe, diese mehrere Bomben. Das ist okay. Auf geht's. Muss ich da irgendwo hoch? Was ist das? Die haben immer so geile Dinger. Ich will auch sowas. Keine Ahnung. Gehen alle nach links. Muss ich da auch wahrscheinlich mitmischen? Da war noch einer. Ja, ich werde auch langsam schlapp, wie ihr seht. Sowohl von der Müdigkeit her, als auch, spring doch. Toll. Als auch von der Leistung her. 126 Punkte. Die haben alles erobert, wisst ihr das? Die sind überall, nur hier nicht. Bei uns. Ich sag ja, ich hasse die Waffe, ich kann damit nicht umgehen. Und hopp, und hopp. Hey, die haben auch sowas Cooles. Sehr schön.
Ja, lande ruhig hier. Bin ich alles frei. Wenn aber jemand mitkämpfen würde hier, könnte ich auch ein bisschen schneller färben. Muss ja nicht mal was Großartiges machen. Alter, jetzt wollte ich gerade meine Bomben werfen. So, helfen wir dem da drüben. Komm, lass ein bisschen was für mich übrig. Nee, nee, das war keine gute Runde. Sag ja, dieser Sniper, nix gut. Und jetzt mit dieser Junior, soweit ich weiß, sehr gut im Nahkampf. Probier mal, mich an die Gegner ranzuschleichen mit der Waffe. Und, ja, die Leute fertig zu machen. Neue Waffe bitte. Genau. Ich denke, es ist gut, um Gegner wirklich aus dem Hinterhalt anzugreifen. Es konnte... Ja, bla bla bla. Nochmal. Chillige Mucke. Okay, mach doch jetzt. Ich penne hier noch ein. Hallo, hallo. Ist da jemand? Hört mich noch jemand? Alle sind schon nach Hause gegangen. Sag ich halt dieses Pudeljump, was auch immer. Ja, schon verloren. Ja, ein paar Spieler noch gefunden für den letzten Kampf. Gut. Kommt, 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 kommt. Alle mittreten. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Hier in Splatoon. Noch eine Runde. Alle Platz machen. Färbt so viel ihr könnt. Vor allem das Story-Modus interessiert mich auch so ein bisschen. Auch wenn ich finde, für die Gegner haben sie sich keine gute Mühe gegeben, so wie sie aussehen. Habe ich den Junior-Plexer? Kann doch ein bisschen weiter, als ich dachte. Kann ich damit was machen eigentlich? Die Musik finde ich auch sehr gut. Ist schön crazy, wie das Spiel. Alter! Jetzt wollte ich mal gerade mein Schutzschild oder was auch immer einsetzen. Was macht der mit dem Ding? Nach vorne bitte. Meiner. So. Alter, ich habe nie genug Tinte. Ja, nach vorne zu ihm. Doch sehr angenehm, finde ich. Kann man es eigentlich auch im Koop spielen, zu zweit. An einer Konsole online. Das wäre natürlich auch ganz cool. Alter! Ja, gerade das gesehen. Gut, ich lauf mal, weil da kommt einer, so ein Blitzbolt. Der verschreckt gerade meine Freunde hier. Komplex, nein, ja! Super erwischt. Gibt man dafür eigentlich irgendwie mehr Punkte oder so? Nein, Mann! Immer wenn ich gerade das voll kriege. Nein, sehr schlechte Position sehe ich. Ja, sehr schlecht. Gut, da kommt wieder einer. Man kann sich auch sehr schnell bewegen mit dem Ding. Das finde ich sehr gut. Nicht nur diese Beam-Fähigkeit, sondern auch das hier. Soweit ich weiß, lokal kann ja auch einer am View-Gamepad irgendwie seinem Team helfen oder so. Nein, Mann! Wir kommen kaum voran, das ist das Problem. Einer ist da vorne, einer. Was ist das? Das sieht gefährlich aus.
Nein, Mann, das ist schwer. Man muss genug Tinte haben, sich verstecken, sich da, die, du, das, jenes. Komm dahin. Alter. Langsam finde ich es nicht mehr witzig. Kann ich mich noch schnell zu jemandem porten? Nein, leider nicht mehr. Und ja, die haben mehr, würde ich sagen. Ja, okay. Coolio. Aber ich war wieder zweitbester, sehr gut. Mal sehen, ob ich noch einmal kann. Tatsächlich, es geht noch ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, wie es bei so einer Beta ist. Sie machen die so Punkt 6 Uhr, Schluss, egal wo ihr seid. Oder so im Sinne von, neue Spieler dürfen nicht mehr beitreten und die laufenden Partien gehen dann noch zu Ende und dann fertig. Das würde ich eher schätzen. Die Frage ist, kriegen wir eigentlich noch 8 Leute zusammen hier? Wie gesagt, vielleicht können die auch gar nicht mehr beitreten. Na doch, Torgo, sehr gut, noch 2. Sehr gut, sehr gut. So, wir können die komplette Zeit nutzen. Aber wie gesagt, bin etwas müde. Deshalb kann ich weder gut spielen noch gut kommentieren. Aber freue mich auf das Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich schon fertig bin. Aber er macht sehr viel Spaß. Ich weiß gar nicht, soll ich noch die anderen 2 Stunden zocken? So, trennen wir uns mal ein bisschen. Da ist Abgrund. Ich kann die natürlich auch noch aufnehmen. Ich hoffe, ich darf es hochladen. Ich habe mich aber trotzdem noch Platz bekommen. So, da keiner dort ist, gehe ich selber manuell dorthin. Dort nämlich weitermachen. Genau, alles schön färben. Genau. Weiter, weiter, weiter. Durch komplett freie Bahn. Hier ist keiner. Weder von meinen Leuten noch von deren. Diese Bomben. Ach so. Ja, frisst verdammt viele Tinte. Okay. So, genau. Mist. Aber nicht erwischt. Okay. Ja, komm, lad, lad, lad. Genau. Und Feuer und Feuer. Bin gut dabei. Allerdings sind die wieder irgendwo anders breit, haben sie sich gemacht. Versuche ich, wie ich da hinkomme. Na gut. Dann gehe ich mal wieder manuell. Und zwar hier wieder nach links. Vielleicht machen die sich mal so heimlich. Ja, genau. Herb alles von denen. Werden die Punkte eigentlich auch abgezogen? Wenn sie meine Farbe färben oder wie ist das? Oder kriege ich einfach Gesamtpunkte sozusagen? Achso, du bist mein Freund, okay. Weitermachen. Hier auch nur weiter. Kommt, lohnt sich gerade nicht. Nein, ich wollte ihn noch erwischen. Komm, gehen wir an die Front. Schnell, komm, irgendwas. Tatsächlich kann ich noch ein bisschen früher schießen, bevor ich lande. Coolio, allerdings hat es nicht gereicht. Die Katze finde ich aber genial immer noch. Ich mag sie total.
Cool, nicht so ärgern. Sehr gut. Da steht auch Statistiken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Fehler bei Datenübertragung, denn das war's. Wir haben die 6 Uhr überschritten. Das bedeutet, ich dürfte nicht mehr zugreifen können. Korrekt? Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ihr könnt gerne die Kommentare über Splatoon. Habe ich gerade Kommentare gesagt? Die Meinung über Splatoon gerne in die Kommentare schreiben. Und ich gehe erstmal weiter schlafen. Gute Nacht.